Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zu Beginn gleich mal, man sieht ja hier einen, es sieht erstmal nach, ja, Tischtennisball aus, ist aber ein Soccer, beziehungsweise es gibt ja diese alten Soccer-Tische und das ist quasi ein Soccerball, wenn man so möchte. Der ist etwas kleiner, dafür aber auch etwas schwerer als normale Ping-Pong-Bälle. Wobei es wiederum darum eigentlich gar nicht geht bei diesem Video, sondern ich weiß nicht, ob man das hier wirklich exakt sehen kann, aber wir haben hier einmal eine große Haube und eine kleine Haube, beide aus Glas. Ja, und darin nochmal eine kleine Vase, werde ich auch im Nachgang nochmal genauer zeigen. Das ist jetzt mal so gesehen der Experimentaufbau soweit. Ja, was möchte ich versuchen? Letzten Endes möchte ich versuchen natürlich zu schauen, ob ich den Soccerball von seinem Thron stoßen kann, wenn man so möchte. Die Vase dient dann einfach nur, ja, hat natürlich auch einen optischen hübschen Look, aber natürlich auch eine sehr gute Höhe von nächster Sicht hier. Deswegen würde ich es einfach mal versuchen und schauen wir mal, ob es klappt. Das Ganze ist auch ein bisschen wackeliger vom Aufbau her, dass man nicht so aussieht, aber im Inneren selbst, die Vase hat keinen wirklich geraden Boden. Deswegen einfach mal schauen. Na. Da, man sieht, sie bewegt sich. Nochmal. Bis dato nur die Vase, wenn man so möchte. Aber mir geht es um diesen Soccerball. Das ist natürlich die Frage, ob es mir gelingt. Nein. Nein. Immer noch nicht. Und ich zeige euch auch gleich im Nachgang, dass dort nichts drunter ist. Das geht nicht. Na komm. Jawohl! Wer hätte es gedacht? Jetzt zeige ich das Ganze mal her. So, das hier ist Kasten Nummer 1. Ja. Und ja, so vorsichtig sein damit. So, das hier ist die Vase. Okay. Dass man aussieht, es ist ja nichts geschnitten hier im Video bisher, soweit man das sehen kann, auch oder nachverfolgen kann. Hier ist halt eben nicht ganz eben, das ist so ein ja, Tonboden oder was auch immer. Das ist leider nicht ganz eben. Ja, das hier ist diese. Und das hier ist der Soccerball. Der ist so gesehen einfach etwas schwerer. Ja, also man hört es auch am Klang. Ist nicht ganz so eben wie ja, ein Tischtennisball. Das war mal weitestgehend das Experiment. Wie gesagt, der Soccerball befand sich hier drauf. Und man sieht auch, die Vase ist am Wackeln, ja, wenn ich hier hingehe. Auch wenn das eigentlich nicht die Absicht war. Aber das hier war Abdeckung 1. Und das hier war dann quasi Abdeckung 2. Ja. Soweit mal das Experiment, was mir ja einigermaßen gelungen ist. Aber womöglich war einfach, ich sag mal, die Technik oder die entstandene Mechanik die, dass ja, ich sag mal, das Runterlupfen des Balls hier nicht so gut ging, beziehungsweise je nachdem, wie ich es natürlich angegangen bin, sich auf das gesamte Konstrukt aufgebaut hat und somit die Vase mitgekippt ist. Ja. Was eigentlich sehr interessant ist, weil es einfach mal wieder einen gewissen ja, physikalischen Aspekt innerhalb des Phänomens aufweist, der ja, ab und zu sein Eigen macht, wenn man so möchte. Nun gut, das war es auch schon wieder von dem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.